I'm afraid that our worst hypotheses are catching up with us. Rob, I have to issue a code 12. Very risky, Doctor. I'm aware. Do you have the visual? Cadet. Liebe Leute, ich spiele Time Machine VR, eine Interactive Learning Experience für die Oculus Rift, und sie beginnt mit Full Motion Video. Perhaps millions of years old, trapped beneath the ice. With global temperature rising and ice receding, we knew it could spread. And well. Doctor, Ellie tested positive, didn't he? Yes. So we need to ramp up our search for a cure. Cadet, we've been collecting data from the past to understand what effect the virus had on prehistoric hosts and what to expect if anyone contracts it now. This is what the data you've been scanning is for. Yes. And we need you even more now. We have to develop a cure before the worst comes to pass. We need a breakthrough. If we just had a little more time to train, it would... And risk more infections? If this virus spreads... No. Train on the job. We need as much data as we can get, and quickly. Yes, Doctor. You should familiarize yourself with the Dynodex. It's where we save all the data we gather. You can also peruse the Dynodex to learn more about the creatures that we've encountered. Okay, endlich ist mal ein bisschen Ruhe und willkommen in Time Machine VR, einem der frühen Vertreter der ersten Welle VR-Spieler. Und einfach mal ein Beispiel dafür, dass Virtual Reality ein tolles immersives Medium ist, aber dass ein bisschen mehr dazu gehört, als eine gute Idee in ein wirklich schönes VR-Spiel umzusetzen. Time Machine VR ist als Interactive Learning Experience gedacht, kommt vom Entwickler Minority. Und nervt mit more about the creatures we've encountered. Just line yourself up with a pod hologram to attach to the structure. Und nervt mit dem Sprecher. Prinzipiell geht es darum, in die Vergangenheit zu reisen und wie wir jetzt so im Rahmen der, ich glaube, das ist jetzt die zweite Mission, die ich hinter mir habe, wie wir im Rahmen der wunderbar trashigen Story erfahren haben, gibt es ein Virus. Und dieser Virus kommt aus der Vergangenheit. Er hat hunderte Millionen Menschen infiziert und wir müssen in die Vergangenheit reisen, Dinos scannen und eine Heilung finden. Wie wir hier schon sehen, ist die Grafik, insbesondere das Design der Dinos, jetzt schon eher so, naja, PlayStation 2 Niveau. Die ganze Inszenierung ist ein bisschen plump, viele Texte, das alles ist so rings um eine Zeitreisekapsel angeordnet, die mich auch damit nervt, und ich glaube, das ist eher so ein Komfortfeature, dass hier rings um... Oh yes, your next assignment is more than ready. Feel free though to take a moment to rest before heading out again. Den werden wir oft hören. Er spricht nicht so gut, aber er plappert ständig. Jedenfalls bin ich in so einer kugelförmigen Zeitreisekapsel. Hier sehen wir den Rand. Da oben so ein Interface und rings um meinen Sichtbereich und immer gerade so außerhalb meines Sichtbereichs so ein Wabenmuster. Ich glaube, das soll helfen, ein bisschen Sehkrankheit zu vermeiden, dem Spieler das Gefühl zu geben, in einem Raum zu sitzen, an dem man sich praktisch orientieren und festhalten kann. Aber mich nervt es ein bisschen. Und auch wenn man sich überlegt, was habe ich denn bitte hier an der Daumensteuerung? Das ist eine umgedrehte Karte der Welt und viele, viele andere extrem hoch aufgelöste Dinge. Das ist doch schlechtes Design. Da oben gehören maximal zwei Tasten hin. Aber irgendwie hat man eine Textur draufgepappt, die hier oben auch nochmal sich wiederholt und da nicht so verzerrt ist. Ein ganz komisches, holpriges Spiel, und auch sonst, wenn man sich die Grafik anschaut, hier haben wir eine flache, sich endlos wiederholende Wiesentapete, die auch über die grob polygonigen Steine drüber gehauen wurde. Ich spiele das hier an einem PC, der ist offiziell ready für die ganze VR-Geschichte, da ist ein 79 drin, ein schneller i5-Prozessor, und dennoch läuft das nicht so ganz sauber und sieht dafür echt nicht so gut aus. Ich spiele es mit einer Oculus Rift. Oh, da muss ich hin. Und mit einem Xbox One Gamepad. Ganz klassische 2-Stick-Steuerung für die Bewegung nach vorn, zurück, hoch, runter, links, rechts. Und dazu kann ich eben dieses Visier bedienen mit meinem Kopf. Also einfach da, wo ich hinschaue, da scanne ich hin. Und ich würde jetzt mal ganz kurz eintauchen in eine Mission. Und dann rede ich nochmal ganz kurz drüber.
Control systems are now online and operational. Prepare for temporal relocation in 3, 2, 1. Und jetzt kommt zumindest eine ganz nette Szene. Erinnert mich ein bisschen an diesen H.G. Wells Film. Super Sache. Wieso sollte der Turm da noch stehen? Allzu dynamisch ist das Spiel leider nicht. Meine Spielfigur zittert und wir warten. Oh, es ist ein interessanter kleiner Vorgeschmack dafür, was das Genre VR-Spiele und VR-Lernspiele irgendwann mal sein wird, aber aktuell... Und es ist nichts für Epileptiker in dieser Szene. Our objectives. Our primary research target for this excursion is the Dacosaurus. It's so well adapted to life at sea, we're not sure it ever leaves the water. As the virus the doctor described originated in water, we hope Dacosaurus may offer us some insight. The area we're investigating was recently hit by violent tremors. Earthquakes and tsunamis were the norm in the late Jurassic period. When you're ready, focus your view on the shutter controls. Let's continue our mission. Endlich in der Vergangenheit, endlich Dinos. Zeit wurde es. Und, I am detecting heat signatures at dangerously high levels all around us. Do be careful. Also jetzt haben wir es endlich. Auch hier ist die Grafik nicht allzu doll. Das ganze Gameplay findet unter Wasser statt. Meines Wissens sehen wir keine normalen Dinos außerhalb der ganzen Unterwasserkreaturen, die es im Spiel zu scannen gilt. Und mein Gott, was soll ich sagen? Die Atmosphäre ist schon ganz nett. Dieses Gefühl hier durch so einen Urozean zu tauchen. Aber die Inszenierung, der Detailgrad, das ist einfach enttäuscht ein Stück weit. Hier so eine praktische N64 PS2-Grafik vorgesetzt zu bekommen. Ich könnte ja sogar dieses etwas träge, etwas oberlehrerhafte, langsame, ja, Lernsoftware-Gameplay verzeihen, wenn es denn wirklich einen Wow-Effekt hätte. Und den hat Time Machine VR leider nicht. Zumindest nicht für mich. Und wenn ich mir ansehe, welche anderen Demos ich bereits auf VR gespielt habe, was allein bei der Oculus Rift für ein cooler Dinosaurier dabei ist. Observe the soft cephalopod body emerging from the buoyant shell. Since we're here, why not tag one with a probe, so we can identify which genus this is. Tja, also ja, das sind nette Dinos, aber ringsrum ist eine Grafik, wie ich sie aus den alten Voxel Comanche-Spielen vielleicht zuletzt gesehen habe. It appears we're looking at Titanites, a species at the root of modern squids and octopuses. But not direct ancestors of the Nautilus. They appear to be scavenging for a meal. Recent seismic activity must have washed many smaller creatures into the area for them to eat. While Titanites are fascinating, they are not our core objective. Let's find a Dacosaurus. Das ist noch so eine Scan-Boje, die ich aussenden kann, die markiert dann alle möglichen Kreaturen ringsherum. Und ja, das ist praktisch das Gameplay, was es hier im Spiel zu sehen gibt. Ich scanne mit verschiedenen Scan-Methoden. Das ist jetzt so ein Röntgengerät, das ist ein Iris-Scanner, das ist so ein Tagging-Beacon. Damit scanne ich verschiedene Lebewesen und that's about it. Die Stimme plappert ab und zu und verrät mir ein bisschen mehr Details. Und ist es jetzt völlig schlecht? Meiner Meinung nach nein. Oh genau, und das sind meine Wegpunkte. Ich bin der Meinung, dass gerade ja der klassische 12-, 13-Jährige oder 9-Jährige der absolute Dino-Fan ist, wie ich es damals auch gewesen bin. Der wird das richtig toll finden. Der wird auch die ja, primitive Grafik verzeihen. Und für den ist vielleicht sogar der ganze auch etwas... Ja. Pressurized water superheated by magma. Not hot enough to harm our pod.
but it could make navigation challenging. Und ich glaube, der kommt auch mit diesem etwas blöde daherplappernden Onkel klar, aber für das Medium ist das einfach etwas, ja, unterwältigend. Es ist beileibe gut gemeint und ein nettes Konzept, aber da muss einfach mehr gehen und da bin ich gespannt, was in den nächsten Jahren passieren wird. Let's try to identify the carcass. Scan all exposed flesh to collect DNA data. Tja, und das ist Time Machine VR. Ich denke mal, jetzt habe ich wirklich gezeigt, worum es geht. Nette kleine Levels durchfliegen, nett gemeinte Dinge scannen. Manchmal gibt es sogar aggressive Dinos und dann gibt es einen schwarzen Bildschirm, wenn die einen angreifen und man startet dann einen Checkpoint neu. Also das Spiel ist nicht herausfordernd, aber da geht so viel mehr. Es ist ein Vorgeschmack und es ist ein wunderbares Beispiel dafür, was man so durchmacht, wenn man Early Adopter von so einer VR-Geschichte ist. Man hat diese tolle Hardware zu Hause, man freut sich auf die Abenteuer, die man in Spielen plötzlich erleben kann, die vorher noch nie möglich sind, und man muss sich halt noch ein bisschen gedulden, und die ersten Gehversuche im Genre, insbesondere von so kleinen Studios, die ihre allerersten Spiele für VR programmieren. A Lusotitan, a large land dinosaur of the order Sauropoda, something of a land whale, so to speak. Decomposition leading to internal gases are responsible for the exposed chest cavity. I estimate it died within the past 3 weeks. Perhaps the earthquake is responsible, or perhaps the doctor's virus. We should tag all the Dacosauruses with probes. Nun, jetzt hat der Onkel mich nicht raussprechen lassen. Wie dem auch sei, ich würde mich einfach mal abmelden aus dem Inneren eines geplatzten Dinosauriers am Grund eines Meeres, tief in der Vergangenheit. Ich wünschte einfach nur, das wäre richtig geil. Aber ich bin mir sicher, das kommt schon noch. Vielleicht in einem Time Machine VR 2, vielleicht in einem Konkurrenzprodukt, vielleicht noch dieses Jahr mit anderen coolen Spielen. Vielleicht wird es noch richtig lange dauern. Spannende Zeiten sind das. Aber das ist er leider nicht. Der absolute Bringer, das ist ja nicht die VR-Killer-App. Schade eigentlich.